So, mal sehen, ob wir den Schatz schon in dieser Folge finden. Tja, Salim musste zurückbleiben, der kam hier nicht mehr hindurch. Und wir sind jetzt mit Elena unterwegs. Hey, könntest du uns mal ein bisschen Licht spenden? Es ist doch gerade ein bisschen dunkel. Es tut mir leid, wenn ihr vielleicht sogar gar nichts seht. Kann passieren. Oh. Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Oh, Topf, können wir den kaputt machen? Ist aber ein harter Topf. Nee, damit balle ich jetzt nicht drauf. Wo sollen wir lang gehen? Gute Frage. Eins. Keine Ahnung, Lena. Warte mal. Ah ja, was haben wir denn da? In der Ecke von Jakes Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. 257. Ja, ganz klar. Entweder die 2, die 5 oder die 7 nehmen. Wir haben hier die 2. So, wo geht's denn jetzt weiter? Na klar. 5. Aber hier können wir nicht hindurch. Mal sehen, ob wir hier lang können. 5. Was war das? Seltsam. Keine Ahnung. Das ist eine 3, da wollen wir nicht lang. Das ist 6. 5. Wieder richtig. Genau, da musste man. Das muss für irgendwas gut sein. Natürlich. Na, dann wollen wir doch mal. Ja. Und das Wasserrad tritt in Aktion. Es tut sich was. Nate, warst du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Ja, das hat alles seine Richtigkeit. Schön, dass die alten Mechanismen hier noch so gut funktionieren. Dann wollen wir mal hier hoch. So, jetzt müssen wir hier lang. Und schön, dass diese Teile hier schwingen. Die müssen doch auch schon uralt sein, oder nicht? Oder da vorne sehe ich einen Schatz. Kommen wir denn da irgendwie hin? Sally, hörst du mich? Verdammt, nichts. Ich will da hin, ich will den Schatz da unten. Mist. Da komme ich nicht mehr hin von hier aus. Schade. Hui. Knappe Sache. Wie immer eigentlich. Wir stehen ja drauf, wenn was haarscharf ist. Ja, hier geht es nicht weiter. Oder doch? Ach doch, hier. Und hier haben wir eine 2. Und eine 1. Ja, 2, 5, 7. Ne, dann müssen wir die 2 nehmen. Nein! Nein, jetzt bin ich daneben gesprungen. Scheiße. Ja, das war jetzt ein Fail. So, hier geht's nämlich lang. Ja, so funktioniert's auch nicht. Ja, ist ja gut. Ich spring jetzt darüber. Können wir denn noch anders sterben? Vielleicht jetzt sogar über die Brücke rüberspringen, weil wir so weit springen? Nee, diesmal haben wir es hingekriegt. So. Oh Mist. Gut, das haben wir geschafft. Hey, geschafft! Hey, pass auf! Nein, nein, nein! Schon gut! Nichts passiert! Musst du denn immer so halsbrecherische Aktionen starten? Nein! Scheiße!
Ich fail hier ein wenig rum, oder? Eigentlich kann ich mir ja so rüber. Es wäre vielleicht besser. Oh Mist, da muss ich mich jetzt hier hochziehen. Schneller! Hui! Oder müssen wir da hoch? Ich glaube nicht. Oh Mist. Okay. Na, sieh einmal einen an. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ah, das ist Elena. Dann müssen wir doch hier irgendwo zum Schatz kommen. Wo ist denn der Schatz? Der ist, glaube ich, in dieser Richtung, oder? Dann hier hoch. Und hier müsste der Schatz liegen. Ha! Sauber, Silberkelch mit Deckel. Nicht schlecht, Herr Specht. Hui! Was für ein schöner Sprung. Wo sind die jetzt nochmal hergekommen? Das ist natürlich jetzt die Frage. Mist. Jetzt bin ich total verwehrt hier. Wo ist denn jetzt das Ding aufgegangen? Wo ist der Lift? Wo ist dieser Fahrstuhl? Müsste doch hier irgendwo sein. Mensch, kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Fahrstuhl? Ah, Fahrstuhl, hier. So, 5, da oben. Da oben also. Wie kommen wir da hinauf? Ja, ich bin schon dabei. Kein Stress hier. Läuft doch wie geschmiert. Was zum Teufel? Was ist das? Ich glaube, wir sind nicht alleine hier, Freunde. Da lauert doch noch was auf uns. Tor öffnen, Tor öffnen. Vielleicht hier drüben? Nee, sehe ich nichts. Wie öffnen wir denn das Tor? Hallo? Gute Frage jetzt. Bin ich wirklich so blöd? Ah, da ist noch eine Kette, oder? Nö. Mist, wie öffnen wir denn das Tor? Ach, hier ist eine Kette. Schön, dann klettern wir halt mal hier hinauf. Ah ja, wieder so ein Fahrstuhlteil. Ah toll. So kann man auch eine Tür öffnen. Hui. Danke, Nate. Gern geschehen, kein Problem. Ich würde sagen, Ladies first, geh du doch mal einfach voran, ne? Ja, danke, gut. So, 2 zeigt hier lang. Bestimmt hier hochklettern. Nee, doch nicht. Dann halt hier lang. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Eddie? Scheiße. Hey, Bulle! Wer überlebt, kriegt das Gold! Du bist es nicht. Tötet beide. Ja, du bist es bestimmt auch nicht. Au! Besser. Was? Au! Da kam jetzt noch einer von der Seite, oder wie? Vorsicht. Scheiße. Ja, da ist tatsächlich noch einer. Hey, ihr da oben, ich habe ein Geschenk für euch. In Ordnung. Ah, wo seid ihr? Wo seid ihr? Da drüben. Ist. Oh, da kommt auch schon wieder einer. Zieh den Kopf ein, Elena. Okay. Wir wollen ja natürlich dich auf dem Gewissen haben. Komm schon. Ja. Nein, der ist noch gar nicht Murkse. Au. Los geht's.
So, leider haben wir jetzt darauf keine Schüsse mehr. Aber wir hatten unseren Spaß. Das gibt's doch nicht, die haben nur noch 6 Schüsse. Scheiße. Komm raus. Das gibt's doch nicht hier. Dann schluck das. War viel zu kurz. Was? Oh, Granate, Granate. Hui, eine gefährliche Aktion, aber wir sind durchgekommen. Oh, wir müssen den da oben Murks machen. Ja, wir haben ihn. Nein! Nein, du Typ! Nein, nein, Granate! Nein, 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 nein! Hui! Ihr macht aber auch keine halben Sachen, was? Scheiße, Munition ist alle. Wow, das war aber haarscharf wieder, Freunde. Cool. Eine Wes. Eine M4. Wunderbar. Noch mehr M4-Munition. Nein, du Arsch! Nein! Ui, ich dachte schon, der hätte uns jetzt. Das wäre natürlich saublöd gewesen. Ich glaube, da oben ist so eine Art mechanische Leiter. Ja. Aber ich will mir diese Waffe hier schnappen. Macht einfach mehr Spaß. 4 5. Was? Wo? Wie? Warum? Au! Wo kam das denn jetzt her? Hey du! Du Arsch! So. Haben wir noch überlebt, zum Glück. Hätte jetzt auch übelst schief gehen können. Warte mal, wir lassen die... Jetzt komm schon weg. Wir lassen die Leiter hinunter, Elena. So, ach, da oben kommt die Leiter auch gleich runter. So, ne, können wir ja hier hinaufklettern. Nein, au! Das gibt's doch nicht hier. Leute, was ist denn los hier? Scheiße. Und wieder ein heldenhafter Tod. Kann so gar nichts machen. Wir treffen uns am Anfang einfach zu krass. Was? Da drüben ist auch einer? Oh nee, Mist, oder? Scheiße, den hätten wir zwar jetzt gehabt. Dafür haben uns die anderen Typen kalt gemacht. So. Das lief ganz gut, jetzt den da drüben. Komm schon. Ja! Vorsicht! Alles klar, alles klar. Puh. Komm schon, Elena, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Bloß nicht stehen bleiben. Ich hoffe, die führt irgendwo hin. Da ist er! Na toll. Euch. Nein! Das tat bestimmt weh. 20 Eliminierungen, Wes-Kaliber 44. So, hier haben wir nur noch einen Schuss, darum wechseln wir mal hier die Knarre. Auch wenn die andere mehr Fun macht. Was haben wir hier? 7. Hau! Du Arsch! Komm schon, geh drauf! Mensch, die stecken aber ganz viel ein heute. Ist echt nicht mehr so leicht wie am Anfang. Versuchen wir es hier lang. Na, irgendwo wird das schon hinführen hier. Bestimmt wieder zu unseren Feinden. Ach nee. Wo sind wir denn hier? Hier ist nichts. Kommt mir bekannt vor. Nate? Strake. Er hat ihn nicht gefunden. Er ist hier gestorben. Thank you.
So viel zu Großem. Sein Leben vertan. Für gar nicht. Nate, können wir weitergehen? Ja. Liebend gerne. Es muss doch hier rausgehen. Kapitel 17, das Herz des Schatzlagers. Und da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Wir hören uns definitiv morgen wieder. Bis dann, Freunde. Macht's gut.